Stimmt, ich muss drehen. Danke, Kitsune. Wenn ich sterbe, geht das weg scheinbar. Shit, bestimmt die Strafe. Na dann, Leute, überlegt euch mal was. Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Ihr überlegt euch mal ein paar Sachen. Ballert die einfach mal in den Chat rein. Ich suche mir drei Sachen aus. Dann machen wir eine Abstimmung, welche Strafe passiert. Boah! Lady Makoros, du bist gottlos. Das ist ja echt ein harter... Das war doof, was ich gemacht habe. Das war jetzt doof. Das ist ja die Höllenstrafe. Einfach die Höllenstrafe. Du musst einen Monat fasten. So. Du musst eine peinliche Geschichte erzählen. Für den Rest des Streams wie Yoda reden. Gott. Ich glaube, da bin ich nicht so gut drinne. In Yoda reden. Kein Bogen oder Enterhaken benutzen. Das ist im Wassertempel immer gut. Oh Gott, das war knapp. So, jetzt kommt wieder dieser komische Raum, ne? Der war ganz merkwürdig. Eige 10. Der war merkwürdig, der Raum. Ich habe den, glaube ich, immer noch nicht kapiert. Da muss ich einmal drauf gehen. Und dann verändert sich hier irgendwie alles. Dann gehe ich wieder runter. Und muss einen Community-Stream machen. Also nur mit euch, nur reden oder was? Ohne spielen? Achso, nee, mit der Community spielen, klar. Logisch. Achso, ich darf ja wieder anvisieren. Wieder voll vergessen. Also sowas, ja, das ist auch nicht schlecht. Das können wir mal machen. So, Scribble.io spielen, oder wie das heißt, ne? Wie heißt das? Scribble.io und sowas? Irgendwie so ein bisschen Multiplayer-Zeug. Mario Kart. Was halt noch so gibt. Achso, jetzt müssen wir mit der Kiste darüber. Ah. Du musst uns allen eine Pizza ausgeben. Du musst ein Zelda-Lied pfeifen, was du gerne magst. Ist auch eine gute Strafe. Oh ja, das ist ja eine easy Strafe. Glück gehabt, stimmt alle dafür. Smash auf jeden Fall als Community-Stream. Oh Gott, Smash. Eieiei. So. Du musst wie Ganondorf im nächsten Stream reden. An sich kein Problem mit, aber danach hast du halt Halsschmerzen des Todes. Das kann ich mir leider nicht leisten. Nur den Boomerang benutzen. Also wartet mal. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen was gelesen gehabt. Community Stream finde ich ganz cool. Geschichte aus meinem Leben erzählen. Peinliche Geschichte oder irgendwie sonstiges. Bräuchte ich halt ein Dinkelkostüm. Wie Gallendorf. Der Gallendorf, man kennt ihn. Okay, wartet mal. Ich hau jetzt schon mal. Ah ne, dann sehe ich nicht, was ihr schreibt. Ja, doch ein bisschen. Okay, eine Umfrage. Also. Strafe? Fragezeichen. Stream mit Zuschauern. Also Community Stream quasi. Peinliche Geschichte. Kindheit. Die Kindheit. Muss ich mir sowieso noch überlegen. Hm.
Nächster Stream im Tingle-Kostüm. Ja, seht ihr halt nicht. Das ist halt die Sache. So, warte mal, mit dem Rückwärts. Nee, warte mal, mit dem Sprung kam ich hoch. Ja. Okay. Da haben wir ihn wieder. Als Raubschleim verkleiden. So. Zuggeräusche oder Autogeräusche oder so machen. Was? Das ist auch interessant. Wie Peach reden. Tü-tü-tü, Gallendorf, der böse Widersacher von Nierenstein. Komm Leute, eine Strafe noch, irgendwas. Irgendwas, was mir zusagt. Dachten an Spirit Tracks und Wind Waker. Hä? Achso. Das ist eine komische Strafe. Sailor Moon Sprüche reden, was? Oh, da bin ich auch nicht so ganz drinne. In Sailor Moon Sprüchen. Okay, wir können jetzt hier Steine verschieben, ne? Was heißt ABC-Sätze? Ich bin super unkreativ, mir fällt nichts ein. Nach jedem fünften Gegner einmal mit einem Hochstuhl drehen. Wie ein Betrunkener reden. Hier gab es auch eine Skulti. Also ich finde Sailor Moon schon cool, aber ich habe es nicht so oft geguckt. Oh. Disable? Ich will noch mal kurz hoch. Ich habe eine Skulti, glaube ich, verpasst. Ich habe keinen Alkohol zu Hause. Ich trinke leider überhaupt keinen Alkohol. Also, was heißt leider? Ich trinke keinen Alkohol. Fertig. Fertig. Return to the War Point. Zack. Ich gehe noch mal hoch. Okay, komm, wir machen das jetzt einfach noch. Nach jedem fünften Gegner. Aber wir machen zweimal. Zweimal mit dem Stuhl drehen. So. Ja, damit es auch ein bisschen, ne? Warte mal, da steht minus 11. Ich brauche weniger Zeichen. Ich mache zweimal drehen. Nach jedem fünften Gegner zweimal drehen. Okay. Umfrage starten. Let's go. Dann entscheidet euch mal, liebe Leute. So. Bevor du weitergehst, musst du ein Lied vielleicht spielen, dann erscheint ein Item. Bevor du weitergehst, musst du ein Lied spielen, dann erscheint ein Item. Ach so. Stimmt. Hier fehlt uns ja das Dungeon-Item. Hier muss ich ein Lied spielen. Ich kann mich gar nicht entscheiden, wofür ich stimmen soll. Warum muss ich ein Lied spielen? Also ja, ich brauche ja das Dungeon-Item, aber wo muss ich das Lied spielen? Das Dungeon-Item müsste eigentlich hier sein, das stimmt. Ich muss ein Lied spielen. Nimm den 50-50 Joker oder ruf jemanden an. Man kennt's. So.
Aber wo soll ich denn hier ein Lied spielen? Bevor du weitergehst, musst du da ein Lied vielleicht spielen. Da erscheint ein Item. Hä? Aber hier kommt da auch kein... Bist du sicher, dass ich ein Lied spielen muss? Ruf mich an, 112. Hä? Ich glaube nicht, dass ich ein Lied spielen muss. Aber ja, das Dungeon-Item müsste eigentlich hier sein. M. Funktioniert nicht. Song of Storm könnten wir noch spielen. Aber warum sollte das was bringen? Dudelü. Aber hier gibt es sogar keine Schatzkiste, oder? Laut Karte. Hier muss ich... Hä, der Jens? Verarscht mich der Jens? Was ist denn mit dem? Hier gibt es sogar keine Schatzkarte. Also keine Schatzkiste. Jens? Was erzählst du denn? So. Habt ihr euch entschieden? Kann ich die Umfrage beenden? Jetzt weiß ich es auch nicht mehr. Toll, danke. Da oben ist noch eine Skulti. Aber ich glaube, da kommen wir nicht ran. Oder? Es wird knapp. Ah, es wird nichts. Shit. Okay. Warten wir mal jetzt. Warum sollte ich hier hoch? Warum soll ich hier rüber? Wir müssen irgendwie... Ach so, ich kann hier rüber hüpfen. Ah ja. I see. Okay. Wir brauchen den Longshot, Leute. Song of Storm, vielleicht wegen Wasser. Ja, aber eigentlich gibt es gar keine Schatzkiste. Deswegen ist das für mich gerade sinnlos. Oh Gott, nein. Ah. So, was haben wir denn hier? Armer Jens, hilft dir so toll, wenn du mal verkehrt liegst, dann bist du so gemein. Ich bin doch nicht gemein! Boah! Ich glaube, da muss ich snipern, da hinten. Okay, warte mal, wie mache ich denn das jetzt hier? Boah, ist ja eine eklige Stelle. So, schön am Rand lang schwimmen und dann sack mal hier eine Kiste ein. Let's go. Okay, ich glaube, ihr habt es fertig, oder? Bomben? Bomben? Kennst du die Werner-Filme? Ich finde die einfach cool. Ich stehe richtig Sailor Moon. Was? Ich stehe richtig Sailor Moon hinter. Ich mag diese Reihe. Sailor Moon ist cool, Werner kenne ich auch. Ist jetzt nicht so ganz meins, aber ja, kenne ich. Sailor Moon ist auf jeden Fall cool. Aber ich habe es leider nicht so krass geguckt. So, wir müssen jetzt das Gitter aufschießen, hätte ich gesagt. So, ich mache mal den hier jetzt. Warte. Umfrage beenden. Okay, wir haben den Zuschauerstream gewotet. Ich habe nicht mehr so viele Pfeile, ne? Das ist nicht so geil. Ich kann gar nicht von hier... Ah, von hier geht's, okay. So, Schuhe aus. Da muss ich einen schönen Sprung auf jeden Fall reinmachen. Frage ist, wann machen wir den Zuschauerstream? Nein! Ich bin wieder Bugfinder. Nein! Ja, ich lebe. Komm schon. Du schaffst es. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, es ist vorbei.
die Eisenstiefel an. Ich hab's. Ich hab's geschafft. Oh Gott. So. Okay, auf noch eins. Jetzt. Jetzt haben wir es geschafft. Dankeschön. Oh Gott. Und die Karte. Oh. Okay. Was, die Russen kommen? Nächste Umfrage. Wann hat jeder Zeit? Nächsten Samstag 30 Minuten vor dem eigentlichen Stream. Ihr müsstet erstmal, man müsste erstmal fragen, was wollen wir spielen? Ne? Was wollen wir gemeinsam spielen? Das müsste man erstmal herausfinden. Achso, das ist auch nur für den Rückweg. Okay, hier haben wir einen Stein. Und ich hoffe, jetzt kriegen wir hier... Ist auch wieder eine Skulti irgendwo. Mario Kart. Da, die kriege ich. Zack. Kann ich mitmachen? Keine Switch. Also, es gibt halt Spiele, da braucht man auch nur einen Computer für. Ne? Scribble.io, genau. Ist zum Beispiel so ein Spiel. Schaut euch da gerne mal ein Video von an, für die Leute, die es nicht kennen. Es ist ein ziemlich lustiges Spiel, da muss man halt so ein bisschen malen und die anderen Leute müssen halt raten, was man gemalt hat. Ist eigentlich relativ cool. Hallo Toni, hallihallo. Komm mal her, Kumpel hier. Okay, den habe ich jetzt so gestunt. Hey, ich habe den Block darunter geschoben. Das sieht super strange aus. So. Okay. Wir haben... Also ich denke mal... Eine Gartic Phone? Was ist ein Gartic Phone? Ist das Scribble.io? Gartic Phone? Ja, ne? Ist, glaube ich, dasselbe. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es bis nächste Woche schaffe, denn ich will das ja auch ein bisschen... Oh Gott, hier gibt es jetzt echt die goldenen Handschuhe schon? Hey, wie krank. Warum denn schon die goldenen? Krass. Okay, wir haben die goldenen Handschuhe, geil. Freue ich mich. Also wie gesagt, wir planen erstmal, wir entscheiden uns erstmal, was wir spielen. Und dann machen wir das einfach zusammen. Gartic Phone ist wie Scribble.io, aber was anders. Ist mit Zeichnen und Raten. Plus stille Post zusammen. Achso, ich dachte, das ist dasselbe. Aber ähnlich, ne? Ja, also irgendwie sowas, ne? Können wir auf jeden Fall, das denke ich mal, können alle spielen, die einen Computer haben. Oder kann man das auch auf dem Handy spielen? Wie ist denn das? Und die Frage wäre halt, wie viele können damit spielen? Wie viele können maximal mitspielen? Weil, wir haben ja schon so 15 Leute bis 20, 25 manchmal. Ich glaube, auf dem Handy geht auch. Stimmt, wir können jetzt zur Fee. Gott, ich habe nur noch einen Pfeil. Aber wir sind doch jetzt auch durch hier, oder? Gibt es noch eine Skulti? Ich habe den eingesperrt. Haha. Okay, hier gibt es noch eine Skulti. Die holen wir uns mal schnell. Oh, Pfeile. Sehr schön. Bei Topfschlag können bis zu 100 Leute spielen, der Kevin. Gerade 24 Leute. Ja, das sind schon ein paar. Okay. Da brauche ich den Feuerinferno. Oder Feuerpfeile. Geht das eigentlich mit Feuerpfeilen? Ja, theoretisch schon, ne? Warte mal. Klar geht das mit Feuerpfeilen. Nicht doof. Natürlich. Mir fällt gerade eine neue Strafe ein. Nur mit dem kaputten Schwert spielen. Solange wir das noch nicht haben, ist das eine gute Strafe, finde ich.